nicht sein. Weißes Haar, gelbe Augen, narbiges Gesicht. Genau wie er gesagt hat. Gerald von Riva, auch der Weiße Wolf genannt? Der Schlechter von Blaviken? Gerald von Riva reicht. Was ist denn? Vor Jahren kam ein Mann zu mir. Er bezahlte, damit ich ein Buch für dich aufbewahre. Er meinte, du würdest es eines Tages abholen. Wer war das? Er hat seinen Namen nicht genannt. Aber das Buch hat einen roten Einband. Das weiß ich noch. Ich habe es sicher nicht verkauft. Na schön. Mal sehen, ob ich's finde. Und vielleicht wirfst du dabei einen Blick auf die anderen Bücher. Ich sehe mir gerne an, was du noch hast. Fröhlichen Abenteuer von Lupien, der liebreizenden Metze, mit humorvollen Gravuren. Behandlung von Furunkeln mit Hilfe von Wundätzung. Eine Studie. Mein Manifest. Das muss es sein. Zwischen den Seiten liegt ein Brief. Grüß dich.
Bis dann. Ein Kunde mit Verstand wird sofort sehen, dass ich die besten Angebote auf dieser Seite des Ponta habe. Willkommen! Was hast du? Bis dann. Nicht so zurückhalten. Schon die Überraschungsmädel gesehen? Nein. Lohnt es sich denn? Und wie? Alles gerade weiß. Wie konntest du nur? Meine Güte. Brauchst du etwas, Meister? Los! Mach langsam! Nein, nein! Geschafft. Nein, hat gemeint, ich hätte die falsche Adresse. Er würde jetzt Knödel verkaufen. Jonas hat geschworen, dass es Hattoris Werk ist. Damit Garantie. Was hast du im Angebot? Redanische Knödel. Spezialität des Hauses. Sehr zu empfehlen. Donnerwetter. Ein Fatgan in meinem Hause. Kann doch nicht sein. Woher weißt du, dass ich ein Hexer bin? Machst du Witze? Warum hättest du sonst dein Silberschwert? Das ist aus Mahakam, nicht? Etwa 40 Zoll lang. 40,5. Beeindruckend. Du bist offensichtlich vom Fach. Ich bin Aper Hattori, früherer Meisterschwertschmied. Heute Meister Knödelkoch. Geralt von Riva. Ist mir eine Freude, Geralt. Wie kann ich dir helfen? Möchtest du einen Knödel versuchen? Ich suche einen guten Schwertschmied. Kennst du einen? Drei Schwerter auf dem Rücken? Ist das nicht etwas reichlich? Netter Scherz. Im Ernst, schmiedest du noch Schwerter? Selten. Ich mache jetzt den Knödel. Muss von irgendwas leben.
Aber ich vermisse Hammer und Amboss und Blasebalg. Wenn dieser verwünschte Van Horn nicht wäre. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich werde einen Hexer nicht mit Knödeln langweilen. Komm, ich zeig dir was. Umfangreiche Sammlung, erstklassig obendrein. Danke. Die habe ich als Andenken behalten. Verdammt schade, dass du keine mehr schmiedest. Ich würde meines gerne durch diesen Stahltyp ersetzen. Jemand mit deinen Fähigkeiten, wieso zum Henker knetest du Knödelteig? Es mag dich überraschen, aber Knödel werfen mehr ab. Sie sind auch viel sicherer. Keine Händler, die verschwinden oder als Krüppel enden. Verstehe. Da kontrolliert wohl jemand Novigrads Schmiedemarkt. Offiziell nicht, aber der ganze Nachschub geht durch Ernst van Horns Hände. Der oft genug Karten mit Hacker spielt, heißt es. Ernst van Horn? Wer ist das? Ein Mann, der klein angefangen hat. Mit einer winzigen Hafenwerkstatt. Aber er ist umso ehrgeiziger. Ihm war klar, dass er in Sachen Talent nicht mit anderen Schwertschmieden mithalten konnte. Darum griff er zu anderen Maßnahmen. Was für Maßnahmen? Hier etwas Verleumdung, dort ein paar billige Aufkäufe von Geschäftsschulden und ein paar Übernahmen. Und als es sich bei der Konkurrenz um einen verfickten Anderling handelte, beschuldigte er ihn, Hafka zu sein. Damit hat er dich drangekriegt? Ich hab nicht kampflos aufgegeben. Ich bin zum Rathaus gegangen und hab verhandelt, aber vergebens. Er stand schon unter Hackers Schutz und dem stellen sich in Novigrad nur wenige in den Weg. Hast du versucht zu verhandeln? Mit Van Horn? Du scherzt wohl. Das ist ein herzloser Bastard. Spiel nach seinen Regeln und bezahl ihn oder verschwinde aus dem Geschäft. Verstehe. Ich will mich nicht beschweren. Knödel haben sich als wunderbare Einkommensquelle erwiesen. Es ist nur... Tja. Du vermisst die Hitze des Schmiedefeuers. Hast du versucht, deine Rohstoffe woanders zu bekommen? Diese Unterwelt-Halunken kontrollieren alle Quellen. Wie soll ich mit denen reden? Würdest du mir helfen? Ich soll dir bei der Rohstoffbeschaffung helfen? Wie denn? Begleite mich zu einem Treffen. Als Leibwächter. Das steigert mein Selbstvertrauen. Um ehrlich zu sein, vor kurzem habe ich versucht, Eisenlieferungen mit einem Mann vom Bettlerkönig auszuhandeln. Ja, der König würde kein Embargo dulden, das Hacker verhängt hat. Er hat einen unverschämten Anteil des Profits verlangt. Ich dachte, du könntest mir beim Nachverhandeln helfen. Nicht umsonst. Bestimmt können wir uns auf eine Summe einigen. Darf ich mir auch was aus deiner Sammlung aussuchen? Vergiss den Schrott. Ich schmiede dir ein Schwert, mit dem du Götter töten kannst. Ich weiß nicht, ob ich was mit den Unterweltlern zu tun haben will. Ich brauche dringend deine Hilfe. Van Horn müsste eigentlich Van Hurensohn heißen. Er braucht eine Lektion. Ich wäre dir für immer dankbar. Plattenrüstung? Sie ist dein. Lieber ein Katapult oder Tribok? Gut, vereinbare ein Treffen. Wunderbar. Treffen wir uns beim Kran an den Docks, wenn es dunkel ist. Nicht gut.
ist in Lok Muin ja ein schönes Chaos. Auf die Knie! Sei gelobt vor dem ewigen Feuer! Ich habe irgendwas am Rücken. Ich habe dich bei Chapels Verbrennung gesehen. Irgendwas an dir riecht verdammt nach Zauberei. Benimm dich, Hexer. Ich warne dich. Soll ich dir was schärfen oder umschmieden? Was hast du im... Bis dann. Bewaffnete Grobiane in der Stadt. Hast du die letzten beiden so gespielt? Da gehe ich nicht mehr hin. Ein Kunde mit Verstand wird sofort sehen, dass ich die besten Angebote auf dieser Seite des Konta habe. Ja.